Eine DC-10 auf dem Weg nach Chicago. An Bord befinden sich Kinder und Urlauber. Nach einer Stunde Flug fällt ein Triebwerk aus. Obwohl noch zwei Triebwerke funktionieren, ist das Flugzeug nicht mehr manövrierfähig. 285 Passagiere erleben eine schreckliche Bruchlandung bei Sioux City. Wie konnte ein einfacher Triebwerksfehler zu einem Absturz führen? Mithilfe unserer genauen Computersimulation enthüllen wir, warum Flug 232 verunglückte. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Ereignisse. Der Schlüssel zur Katastrophe liegt in den letzten Sekunden vor dem Unglück. Colorado, Denver, Stapleton Airport. 19. Juli 1989. Denver, das Tor in die Rocky Mountains, ist der Ausgangspunkt für Reisen in die gesamten USA. 1300 Flugzeuge starten täglich von hier und befördern mehr als 75.000 Passagiere. Es ist Hochsommer und Stapleton ist überfüllt mit Urlaubern und Geschäftsreisenden. Debbie McKelvey ist unter den Urlaubern, die heute von Stapleton abfliegen. Sie nimmt ihre Kinder auf eine Familienfeier in ihrem Heimatstaat Pennsylvania mit. Devin, 6 und Ryan, 7. Ich wollte mit meinen beiden Kindern für 2 Wochen nach Hause fliegen und freute mich schon sehr auf die Reise. Debbie nutzt ein Angebot der United Airlines zum amerikanischen Kindertag. Heute können Kinder unter 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen für 1 Cent fliegen. Daher schließt sich Debbie mit ihrer Freundin und Tennispartnerin Ruth Ness zusammen, die mit ihrer Tochter reist. Es war schön, Ruth bei mir zu haben, weil sie das eine Kind unterhalten konnte, während ich das andere beschäftigte. 13.15 Uhr. Debbie, Ruth und die Kinder warten, um an Bord des Fluges United Airlines 232 über Chicago nach Philadelphia zu gehen. Der Flugkapitän ist Alfred C. Haynes. Seine Bordbesatzung meldet einen kleinen elektrischen Schaden in der Bordküche auf dem vorherigen Flug, aber die Ingenieure geben Entwarnung. Kapitän Haynes ist ein Flugveteran mit 7190 Flugstunden auf der DC-10. Die Passagiere befinden sich in guten Händen. Die DC-10 ist ein großes Flugzeug. Man sagt ihr nach, dass sie perfekt für alte Piloten sei, weil sie so einfach zu fliegen ist. Zu dieser Zeit, in den späten 80ern, sind mehr als 400 DC-10 im Dienst. Das Flugzeug hat aber eine bewegte Geschichte. Windsor, Ontario, 1972. Eine Frachttür fällt aus einer ein Jahr alten DC-10 und verursacht einen starken Unterdruck. Der Pilot kann die Maschine jedoch sicher landen. 2 Jahre später löst sich eine Tür aus einer türkischen DC-10, die von Paris abfliegt. Diesmal zerreißt der massive Unterdruck das Flugzeug mitten in der Luft. Sämtliche 346 Passagiere kommen ums Leben. McDonnell Douglas entdeckt den Fehler und behebt ihn. Doch der Ruf der DC-10 leidet dauerhaft. Die DC-10, die auf dem Flug 232 eingesetzt wird, ist im 17. Dienstjahr und hat mehr als 43.000 Flugstunden hinter sich. Bislang ohne Zwischenfall. Auch der heutige Flug sollte routinemäßig verlaufen. Jerry Schemmel ist stellvertretender Vorsitzender der Continental Basketball Association und ein Vielflieger. Ich war noch nie nervös auf einem Flug. Ich habe es immer genossen zu fliegen, das erste Mal mit 18 Jahren. Ich habe es immer genossen. Jerry begleitet seinen Chef und Freund Jay Ramsdell auf einer Geschäftsreise nach Columbus. Ihr ursprünglich gebuchter Flug ist gestrichen worden, aber Jay hat einen Platz auf dem nächsten Flug bekommen. Die schlechte Nachricht ist, dass es für Jerry keinen Platz mehr gibt. Daher entschließt sich Jay, mit seinem Freund auf einen späteren Flug umzubuchen.
Ich habe mir damals nichts dabei gedacht. Ich empfand es als eine nette Geste und dachte mir, dass ich hoffentlich dasselbe getan hätte. Nach einer Wartezeit von 6,5 Stunden bekommen Jerry und Jay 2 Plätze auf dem Flug United Airlines 232 nach Philadelphia. Die Maschine ist ausgelastet. An Bord sind 285 Passagiere und 11 Besatzungsmitglieder. Debbie McKelvey geht mit ihrer Freundin und ihren beiden Kindern an Bord. Außer ihren beiden Söhnen sind wegen des Kindertagangebots insgesamt 52 Kinder unter den Passagieren. Die leitende Flugbegleiterin Jen Brown-Lohr weiß, dass der Besatzung wegen der vielen Kinder ein ungewöhnlich anstrengender Flug bevorsteht. Nach einer 4-tägigen Reise freut sich Jen auf ihre Rückkehr nach Chicago. Kapitän Haynes, Co-Pilot Bill Records und Flugingenieur Dudley Dworak kontrollieren die Maschine vor dem Flug. Sie rollen auf die Startbahn und warten auf die Starterlaubnis. Um 14.09 Uhr verlässt die dreistrahlige Maschine Denver. Am Morgen unseres Abfluges aus Denver hatten wir strahlend blauen Himmel. Es war ein wunderschöner Tag und der Flug begann angenehm und routinemäßig. Debbie McKelvey sitzt neben ihrem Sohn Ryan, während ihre Freundin Ruth sich in der Sitzreihe dahinter um Debbies Tochter Devin kümmert. Um 15.16 Uhr beenden sie ihre Mahlzeit. Plötzlich wird das Flugzeug aus buchstäblich heiterem Himmel von einem schrecklichen Knall erschüttert. Ich dachte im ersten Moment an eine Bombenexplosion. Wirklich, ich glaubte, jemand habe eine Bombe gelegt, die explodiert sei. Und dann würden wir abstürzen. Mir fällt nur der Vergleich mit einer Autobahnfahrt ein. Wie wenn man plötzlich durch ein Schlagloch fährt. Jen Brown-Lohr fürchtet ein Loch im Rumpf der Maschine. Ich setzte mich instinktiv auf den Boden und hielt mich fest. Dabei wusste ich nicht, ob jetzt ein Unterdruck entstand, der alles, was nicht befestigt war, nach draußen saugen würde. Im Flugzeug gibt es keinerlei Anzeichen für eine Beschädigung. Im Cockpit jedoch kontrolliert Kapitän Haynes die Bordinstrumente und stellt fest, dass das 2. Triebwerk ausgefallen ist. Ich habe noch nie einen Triebwerksausfall auf einem Flug erlebt, nur am Simulator. Doch diesmal passiert es wirklich. 15.17 Uhr. Kapitän Haynes muss zunächst das beschädigte Triebwerk abstellen. Er ist nicht allzu besorgt. Die DC-10 kann mit den verbleibenden 2 Flügeltriebwerken weiterfliegen. Haynes setzt den Vorgang fort und unterbricht die Treibstoffversorgung des 2. Triebwerkes, um diesen den Schub zu nehmen. Das beschädigte Triebwerk ist abgeschaltet. Doch jetzt entdeckt Flugingenieur Dudley Dworak noch ein Problem. Wir haben die gesamte Hydraulikflüssigkeit verloren. Seine Instrumente zeigen an, dass alle 3 Hydrauliksysteme des Flugzeugs leer sind. Er traut seinen Augen nicht. Über die Hydrauliksysteme werden die Landeklappen, die Querruder, das Seitenruder und die Höhenruder bewegt. Ohne sie können die Piloten das Flugzeug nicht mehr steuern oder auf- und absteigen lassen. Die Instrumente funktionieren aber. Co-Pilot Bill Records stellt entsetzt fest, dass seine Flugsteuerung nicht mehr reagiert. Das Flugzeug geht in eine steile Rechtskurve und er kann es nicht verhindern. In diesem Moment erkannten wir, dass die Maschine in einem kritischen Zustand war. Jetzt versucht Kapitän Haynes, die Flugsteuerung wieder zum Laufen zu bringen. Doch auch er kann die DC-10 nicht abfangen. Das Flugzeug droht, sich auf den Kopf zu stellen. Eine schreckliche Vorstellung. Wir hatten keine Möglichkeit mehr, unsere Flugrichtung oder Flughöhe zu kontrollieren. Dies ist der Albtraum eines jeden Piloten. Flug 232 befindet sich in 11.000 Metern Höhe und die DC-10 ist außer Kontrolle geraten. Wenn ihre linke Tragfläche sich weiterhin nach oben neigt, wird das Flugzeug sich auf den Kopf stellen und abstürzen. Flug 232 der United Airlines hat nur noch 2 funktionierende Triebwerke.
Noch schlimmer wiegt allerdings, dass die konventionelle Flugsteuerung vollständig ausgefallen ist. Was auch immer Kapitän Haynes versucht, das Flugzeug droht sich auf den Kopf zu stellen. Im Passagierraum spüren die Fluggäste, dass die Maschine in eine steile Abwärtskurve geht. Mein Sohn beobachtete mit seinen 7,5 Jahren seine Umgebung schon sehr genau. Er sah sich jetzt um und erkannte, dass etwas nicht stimmte. Man konnte den Kurvenflug körperlich spüren. Der Körper neigte sich nach rechts. Ich erinnere mich, dass ich das als äußerst ungewöhnlich empfand. 15.18 Uhr. Die linke Tragfläche ragt so hoch auf, dass das Flugzeug in eine extreme Steilkurve geht. Alfred Haynes weiß, dass es sich in wenigen Sekunden auf den Kopf stellen und abstürzen wird. Jetzt bleibt ihm nur noch ein alter Fliegertrick. Wenn dieser nicht funktioniert, ist Flug 232 verloren. Meine erste Reaktion war, den Schub von dem einen Triebwerk zu nehmen und das andere hochzufahren. Um die Flughöhe wieder zu erlangen, versucht Haynes verzweifelt, den relativen Schub der beiden verbleibenden Triebwerke auszugleichen. Wenn das rechte Triebwerk stärker beschleunigt, neigt sich das Flugzeug nach links und umgekehrt. Es funktioniert. Kapitän Haynes kann verhindern, dass das Flugzeug sich kopfüber neigt. Die Flugkontrollinstrumente sind immer noch ausgefallen, doch er kann die Maschine mit den Gashebeln weiter in der Luft halten. Haynes muss aber feststellen, dass er nur noch Rechtskurven steuern kann. 15.20 Uhr. Copilot Bill Record sendet einen Funkspruch an die Flugleitzentrale in Minneapolis. Er meldet den Ausfall der Flugsteuerung und bittet um Genehmigung einer Flugroute zum nächstgelegenen Flughafen. Die Piloten wissen nicht, wie sie das stark beschädigte Flugzeug landen sollen. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir haben unser Triebwerk Nummer 2 abgeschaltet. Jetzt teilt Kapitän Haynes den Passagieren mit, dass ein Triebwerk ausgefallen ist. Er verschweigt jedoch den Ausfall der Steuerung. Nicht alle Passagiere fühlen sich durch seine Worte beruhigt. Man spürte die Anspannung bei den Flugbegleitern und man hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Kapitän Haynes weiß, dass die Zeit knapp wird. Flug United Airlines 232 sinkt mit einer Geschwindigkeit von 250 Metern pro Minute. Sie müssen eine Notlandung versuchen, bevor sie noch weiter an Höhe verlieren. 15.22 Uhr. Die Flugsicherheitszentrale informiert die Besatzung, dass der Sioux Gateway der nächstgelegene Flugplatz ist. Dieser kleine regionale Flughafen liegt in der Nähe der verschlafenen Kleinstadt Sioux City in Iowa. 15.25 Uhr. Ein ruhiger Nachmittag auf der Feuerwache von Sioux City verwandelt sich in hektische Betriebsamkeit. Als der Leiter der Feuerwache Robert Hamilton von dem Alarmruf erfährt, ahnt er, dass etwas Schwerwiegendes vorgefallen ist. Ich bin schon lange bei der Feuerwehr und kenne mich aus. Man entwickelt so eine Art sechsten Sinn. Innerhalb von wenigen Minuten erweisen sich die Befürchtungen des Feuerwehrhauptmanns als richtig. Flug United Airlines 232 steuert genau auf seine Stadt zu. 9 Löschfahrzeuge rasen an ihre Notfallpositionen an einer der Landebahnen. Kapitän Haynes und seine Besatzung müssen jetzt einen Weg finden, das Flugzeug fast ohne Flugkontrolle zu landen. Bevor sie sich einen Plan überlegen können, gibt es ein weiteres Problem. Die DC-10 beginnt sich unkontrollierbar nach oben oder unten zu bewegen. Für die Piloten ist es, als steuerten sie eine Achterbahn durch die Luft. Wir hatten keine Ahnung, wie lange wir das Flugzeug noch in der Luft halten konnten. Debbie McKelvey spürt die unkontrollierten Bewegungen des Flugzeugs und bangt um ihr Leben. Ich saß da mit meinen Kindern und begann zu beten. Lieber Gott, wenn wir alle sterben müssen, dann lass es bitte schnell geschehen. 15.26 Uhr. Kapitän Haynes ruft seine leitende Flugbegleiterin ins Cockpit. Ich öffnete die Tür und wurde von dieser Stimmung erfasst. Ich wusste sofort, dass das Allerschlimmste passiert war. Der Kapitän befiehlt Jen, die Passagiere auf eine Notlandung vorzubereiten. Als ich durch die erste Klasse ging, sah ich niemandem in die Augen, denn ich fürchtete, sie würden die Angst in meinem Gesicht erkennen. Danny Fitch, ein DC-10-Übungspilot, befindet sich auf dem Rückflug von einem Lehrgang. Er weiß, dass etwas nicht stimmt und bietet seine Hilfe an. 15.29 Uhr.
Was Danny im Cockpit sieht, schockiert ihn. Mir bot sich ein seltsamer Anblick, denn beide Piloten saßen an den Hebeln der Steueranlage. Die Sehnen in ihren Unterarmen waren durch die Anstrengung zum Zerreißen gespannt und ihre Fingerknöchel waren weiß vom festen Zugreifen. Als erfahrener Übungspilot ist Danny Fitch auf jeden Notfall vorbereitet. Aber so etwas hat auch er noch nicht gesehen. Ich war sprachlos, denn die Situation war so extrem. Ohne die Hydraulik war das Flugzeug einfach nicht zu kontrollieren. Und mein nächster Gedanke war, dass ich an diesem Nachmittag sterben würde. Kapitän Haynes teilt den Passagieren mit, dass das Flugzeug beschädigt sei und dass er eine Notlandung in Sioux City versuchen werde. 296 Menschen sind in akuter Lebensgefahr. Dieses Flugzeug zur Erde zu bringen, ohne abzustürzen, wird die Nagelprobe für die Fähigkeiten des Piloten sein. Danny versucht, irgendwie zu helfen. Ich fragte den Kapitän, soll ich die Gashebel bedienen? Und er sagte, ja, tun Sie das. Danny übernimmt die Gashebel, die einzigen Instrumente, die noch funktionieren. Sie erlauben ihm, das Flugzeug bis zu einem gewissen Grad zu steuern, allerdings immer noch nur nach rechts. Ich habe ihn als viertes Besatzungsmitglied akzeptiert, als er uns seine Hilfe anbot. 15.48 Uhr. Die DC-10 ist noch 12 Minuten vom Flughafen Sioux City entfernt und sie verliert an Höhe. Die Piloten müssen sich mit dem Unvorstellbaren vertraut machen. In wenigen Minuten werden sie versuchen müssen, ein 165-Tonnen-Flugzeug ohne Flugkontrollinstrumente zu landen. Das Leben von 285 Passagieren liegt in ihren Händen. Die Piloten müssen das Flugzeug jetzt für den Anflug auf Sioux City vorbereiten. Danny Fitch wird versuchen, es zu steuern und die Landung nur mit Hilfe der Gashebel zu kontrollieren. Die Maschine kann jedoch nur nach rechts steuern. Der Plan ist, eine Serie von Kreisen zu fliegen, in der Hoffnung, dadurch schließlich auf die Landebahn zu gelangen. Die Chancen stehen schlecht. Um 15.50 Uhr gibt die leitende Flugbegleiterin Jane Brown-Lohr die letzten Sicherheitsanweisungen. Die Passagiere sahen sich dem Schicksal ausgeliefert. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. Jen kümmerte sich besonders um die vier Kinder, die noch nicht groß genug für einen eigenen Sitzplatz sind. Die offiziellen Vorschriften bei United Airlines waren in diesem Punkt nicht sehr strikt. Die Erwachsenen sollten diese Schoßkinder jedoch während einer Notlandung unten auf dem Fußboden halten. Jen macht sich Sorgen wegen dieser Vorschrift, muss sie aber befolgen. It makes my skin crawl to this day. Ich bekomme noch heute eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich musste die Eltern dieser Schoßkinder anweisen, ihr Kind auf den Boden zu setzen und sie dort unten festzuhalten. Als sich die DC-10 Sioux City nähert, weiß die Besatzung genau, was auf dem Spiel steht. Man hat buchstäblich 296 Leben in der Hand. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine so überwältigende Verantwortung gespürt. Ohne Bremsen benötigt die DC-10 eine lange Landebahn. Die Flugleitzentrale weist ihnen die Landebahn 31 zu, die mit 2700 Metern die längste in Sioux City ist. 15.52 Uhr. Danny Fitch lenkt die Maschine in ihre letzte Anflugkurve. Er weiß, dass die angeschlagene Maschine niemals wieder in der Lage wäre, für einen zweiten Versuch an Höhe zu gewinnen. Das war's. Wir mussten auf der Landebahn heruntergehen und hatten nur einen Versuch. In der letzten Kurve vor der Landung bot sich den Piloten ein hoffnungsvoller Anblick. Der Flughafen von Sioux City lag genau vor ihnen. Es gab nur ein Problem. Sie hatten die falsche Landebahn vor sich. Die Landebahn lag genau vor uns. Wir hatten keine Zeit mehr und verloren an Höhe. Wir mussten da hinunter. Landebahn 22 ist viel kürzer als Landebahn 31. Und sie ist voller Löschfahrzeuge und Krankenwagen. Uns blieben nur ein paar Minuten, um uns von der Landebahn 31 auf die 22 umzustellen.
15.59 Uhr. Löschfahrzeuge werden schnellstens aus der Bahn der anfliegenden DC-10 gefahren. Wir versuchten nur noch auszuweichen und das Flugzeug für die Landung auf dieser Rollbahn in Position zu bringen. Kapitän Haynes befiehlt den Passagieren, ihre Notlandeposition einzunehmen. In diesem Augenblick war es, als wehte eine Brise über ein Kornfeld. Jeder im Passagierraum verschwand aus dem Blickfeld, um sich abzustützen. Ich dachte immer nur, das war's. Und sagte meinem Sohn, er solle das Rollo vor dem Fenster herunterziehen. Wir müssten das nahende Ende nicht sehen. Während die Piloten verzweifelt versuchen, das Flugzeug auf die Landebahn zu steuern, stellen sie fest, dass sie immer noch mit 400 km pro Stunde fliegen. Etwa 150 km pro Stunde zu schnell. Doch ohne die Kontrolle über die Landeklappen können sie den Anflug nicht verlangsamen. Das Bodenwarnsystem schlägt Alarm. Sie gehen zu schnell herunter. Das Flugzeug sinkt mit 560 Metern pro Minute. Mehr als 6-mal schneller als gewöhnlich. Am Boden haben sich Nachrichtenteams eingefunden, um über die Bruchlandung zu berichten. 16 Uhr. Nur noch Sekunden bis zur Landung. Die Nase und der rechte Flügel neigen sich. Wenn sie in diesem Winkel herunterkommen, könnte das Flugzeug auseinanderbrechen. Die Piloten hielten beide Gashebel auf Anschlag, um die Flugzeugnase mit maximalem Schub wieder hochzuziehen. Danny Fitch versucht verzweifelt, die Nase wieder hochzuziehen. Aber es ist zu spät. Die Triebwerke reagieren nicht. 16 Uhr und 16 Sekunden. Das Flugzeug kracht auf die Landebahn. Es fühlte sich an, als wenn wir direkt vom Himmel auf den Erdboden fallen. Es war nicht wie eine Notlandung, sondern wie ein Absturz. Ich konnte überall quietschendes Metall hören und auch unbekannte Geräusche, die ich nie wieder hören möchte. Das rechte Fahrwerk und die Tragfläche werden abgerissen, wobei Treibstoff austritt und ein Feuer ausbricht. Ich konnte mehrere Feuerbälle sehen. Ich glaube, das Flugzeug ist über den Boden geschlittert. Mein nächster Gedanke war, oh mein Gott, wir werden alle verbrennen. Das Flugzeug schlittert auf einem Flügelstumpf etwa 600 Meter weit über die Rollbahn und bricht dann auseinander. Das Cockpit brach wie die Spitze eines Bleistifts. Und wir befanden uns in einem Wrack, das mit 200 Knoten pro Stunde dahinraste. Der Hauptteil des Rumpfes schlittert weiter die Rollbahn entlang, dreht sich auf den Rücken und kommt schließlich am Rande des Flugplatzes zum Stehen. Das Flugzeug ist in drei Teile zerborsten: Cockpit, Schwanz und Mittelstück des Rumpfes. Dutzende von Überlebenden fliehen aus dem brennenden Passagierraum. Löschfahrzeuge und Krankenwagen eilen ihnen zu Hilfe. Rettungskräfte sehen sich einem schrecklichen Szenario mit Toten und Verletzten gegenüber. Überlebende, die aus dem Wrack gelangen konnten, flüchten in die Maisfelder am Rande des Flughafens. Unter ihnen sind Debbie und ihr Sohn Ryan. Ich nahm meinen Sohn bei der Hand und wir liefen und liefen und wussten nicht, wo wir waren. Einige der Kinder und Babys, die vor der Landung auf dem Fußboden festgehalten wurden, werden vermisst. Die Wucht des Aufpralls hatte sie aus den Armen ihrer Eltern gerissen. Eine entsetzte Mutter macht Flugbegleiterin Jen Brown Lohr verantwortlich. Sie sah zu mir auf und sagte, Sie haben mir gesagt, ich solle ihn auf dem Boden halten, dann könne nichts passieren. Ich glaube, ich werde mein ganzes Leben lang an diese Worte denken müssen. Ihr Sohn, der erst 23 Monate alte Evan Tsao, starb auf tragische Weise in dem brennenden Flugzeug. Im Chaos des Absturzes können Debbie McKelvey und ihr Sohn Ryan aus dem Wrack entkommen. Doch Debbie kann ihre 6-jährige Tochter Devin nirgends finden. Ich fragte mich, warum nicht beide Kinder bei mir waren. Dieses schreckliche Gefühl nahm mir allen Mut.
Jerry Schemmel kann die Kabine unverletzt verlassen. Doch dann hört er ein Baby schreien. Trotz des erstickenden Qualms begibt er sich zurück in das brennende Flugzeug. Ich habe nicht an die Explosionsgefahr gedacht. Ich habe nur reagiert. Ich hörte das Baby schreien und fand mich wenig später im Flugzeug wieder. Der brennende Passagierraum füllt sich mit giftigem Rauch, der innerhalb von Minuten tödlich wirkt. Eltern wie Debbie McKelvey befürchten, dass ihre vermissten Kinder immer noch irgendwo in dem brennenden Wrack sein könnten. Flug 232 ist auf das Flugfeld des Sioux City Airport gestürzt und liegt als brennendes Wrack am Rande der Rollbahn. Überlebende flüchten aus der zerstörten Maschine. Doch das Geschrei eines Babys veranlasst den Passagier Jerry Schemmel, in den Innenraum zurückzukehren. Das Geschrei war schließlich genau unter mir. Ich tastete herum und fand das Baby in einem umgekippten Mülleimer. Ich griff seinen Arm und zog es heraus. Dann richtete ich mich wieder auf. Durch das Sonnenlicht fand ich dann den Ausgang und fuhr ein zweites Mal aus dem Flugzeug. Jerrys Tat hat dem Baby wahrscheinlich das Leben gerettet. Doch Debbie McKelvey ist verzweifelt. Sie fürchtet, dass ihre Tochter und ihre Freundin den Absturz nicht überlebt haben. Plötzlich aber entdeckt sie mitten im Qualm das Gesicht ihrer Tochter Devon. Es war so ein schönes Gefühl. Sie war wieder da und ihr war nichts geschehen. Während die Passagiere aus dem Wrack fliehen, sind Kapitän Haynes und die Besatzung im Cockpit gefangen. Die Nase des Flugzeugs hat sich in die weiche Erde neben der Rollbahn gegraben. Hier gelangen die Retter als letztes hin. Sie brauchen einen Gabelstapler und Schneidgeräte, um sich einen Weg durch das zertrümmerte Wrack zu bahnen. Erst nach 30 Minuten erreichen sie die Piloten, die um 17 Uhr von Rettern herausgezogen werden. Schwer verletzt, aber lebendig. Ich erinnere mich, dass mir jemand auf die Brust klopfte und mich fragte, ist alles in Ordnung? Alles ist gut, ich habe sie, alles wird gut. Ich war unglaublich erleichtert. Das Wrack des Fluges United Airlines 232 brennt mehr als 2 Stunden lang. 9 Hubschrauber und 34 Krankenwagen evakuieren die Überlebenden. Jerry Schemmels Gedanken sind bei seinem Freund Jay, den er bei dem Absturz aus den Augen verloren hat. Jerry hofft, dass er es geschafft hat. Aber mit der Zeit verliert er die Hoffnung. 8 Stunden nach dem Unglück war ich mir ziemlich sicher, dass Jay nicht überlebt hatte, da er nirgendwo zu finden war. Jay Ramstell ist einer der 111 Passagiere, die bei dem Absturz ums Leben kommen. Ein Flugbegleiter wird ebenfalls getötet. Unter den Opfern sind 11 Kinder. Immerhin 184 Menschen überlebten das Unglück von Sioux City. Doch für die Piloten des Fluges 232 sind die Opferzahlen eine Tragödie. Übungspilot Danny Fitch erfährt die Opferzahl erst, als ihn seine Frau im Krankenhaus besucht. Sie weinte, als ihr klar wurde, dass ich die Wahrheit noch nicht kannte. Hinter mir starben 111 Menschen und sie weinte. Und so ging es mir auch während der ganzen nächsten 3 Tage. Die Tatsache, dass hinter mir Menschen umgekommen waren, zerriss mir das Herz. Ich war bereit gewesen, mich für sie zu opfern und wollte alles tun, damit sie überlebten. Kapitän Haynes und die Besatzung wollen erreichen, dass diese Tragödie auch Positives bewirkt. Ich möchte sagen, dass die Besatzung wie auch die gesamte Flugindustrie sich bemüht, die Absturzursache herauszufinden, damit so etwas nie wieder passieren kann. Die NTSB, die Nationale Verkehrssicherheitsbehörde der USA, entsendet ein Untersuchungsteam nach Sioux City. Da weltweit immer noch 427 DC-10 im Einsatz sind, müssen sie schnell herausfinden, was auf dem Unglücksflug geschah. Frank Hildrop leitet die Expertengruppe, die das Flugzeug untersucht.
Unsere Arbeit löste Aufmerksamkeit, aber auch Befürchtungen aus, da wir alles genau untersuchten. Ich war damals noch neu und hatte erst seit 9 Monaten für die Behörde gearbeitet. Hilldrop und das NTSB-Team kommen 9 Stunden nach dem Unglück in Iowa an und machen sich sofort an die Arbeit. Die Ermittler versuchen zunächst, jedes Wrackteil zu bergen, um das Flugzeug Stück für Stück wieder zusammenzusetzen. Eine Mammutaufgabe. Die Unfallstelle war so weiträumig und wir wussten sehr schnell, dass das eine lange Untersuchung werden würde. Beim Absturz werden Tausende von Wrackteilen mehr als 1 Kilometer weit verstreut. Rettungsdienste und die US-Nationalgarde mobilisieren Hunderte von Einsatzkräften. Sie suchen jeden Quadratmeter in der Nähe der Rollbahn ab. Selbst kleinste Wrackteile könnten Aufschluss über die Unfallursache geben. Ermittler Jim Wildy weiß das nur allzu genau. Wenn man nach den Ursachen für den Absturz sucht und untersucht, wie die verschiedenen Bauteile zusammenhingen, ist es sinnvoll, die gesamte Struktur wieder zusammenzufügen. Die Ermittler befragen die 4 Piloten, um die Ursache für den merkwürdigen Ausfall der Instrumente während des Fluges zu finden. Kapitän Haynes und seine Besatzung bestätigen, dass kurz nach dem kritischen Ausfall des zweiten Triebwerks alle Hydrauliksysteme aussetzten. Ermittler Frank Hilldrop steht vor einem Rätsel. Im Stillen wusste ich, dass ich nicht auf eine Untersuchung eines Absturzes vorbereitet war, bei dem alle Hydrauliksysteme versagt hatten. Das ist einmalig. So etwas war mir nie zuvor begegnet. Sämtliche Flugkontrollinstrumente an Bord der DC-10 werden hydraulisch betrieben. Die für eine kontrollierte Landung benötigten Klappen, die Höhenruder, das Ruder für die Steuerung und auch die Querruder, die das Fliegen von Rechts- und Linkskurven ermöglichen. Diese mechanischen Kontrollinstrumente werden mit einer verdichteten Flüssigkeit in den hydraulischen Leitungen betrieben. Es gibt 3 voneinander unabhängige Hydrauliksysteme. Selbst wenn eines davon ausfallen sollte, würde dies nicht zum Verlust der Hydraulikflüssigkeit in den anderen führen. Es ist nahezu unmöglich, dass alle 3 Systeme gleichzeitig Flüssigkeit verlieren. Experten schätzen die Wahrscheinlichkeit auf 1:1 Milliarde. Dann machen sie eine unerwartete Entdeckung. Bauern berichten, dass Trümmerteile auf ihren Farmen rund 90 Kilometer von Sioux City entfernt niedergegangen sind. Die Ermittler untersuchen die Überreste und entdecken Teile des Hydrauliksystems Nummer 2 aus dem Leitwerk nahe des ausgefallenen Triebwerks. Das Team kann die Flugroute rekonstruieren und genau berechnen, wann diese Teile niedergingen. Dies geschah offensichtlich um 15.16 Uhr, genau zu dem Zeitpunkt, als der laute Knall zu hören war und das Triebwerk ausfiel. Alles deutet auf ein katastrophales Ereignis im Triebwerk hin, welches dem Ausfall der Hydraulik vorausgegangen war. Die Experten kehren zum Wrack zurück und untersuchen jeden Millimeter der hydraulischen Leitungen. Diese mühsame Arbeit macht sich bezahlt. Sie entdecken Lecks in den Druckleitungen der beiden anderen Hydrauliksysteme des Flugzeugs. Die Löcher in beiden Druckleitungssystemen sind ganz nah an dem beschädigten Triebwerk. Wir schlossen daraus, dass alle 3 Hydrauliksysteme an jeweils einer Stelle gerissen sein mussten. Das führte zu einem Flüssigkeitsverlust. Danach war das Flugzeug nicht mehr kontrollierbar. Es ist unglaublich, aber wahr. Etwas hatte alle 3 Hydrauliksysteme genau gleichzeitig außer Funktion gesetzt. Aber die Ermittler müssen noch beweisen, dass das Triebwerk Nummer 2 den Schaden verursachte. Sie untersuchen die Löcher in den Leitungen mit einem Elektronenmikroskop und entdecken feinste Spuren von Titan. Dieses Element wird aufgrund seines geringen Gewichts für kritische Flugzeugteile verwendet. Auf der DC-10 findet sich Titan nur im Triebwerk Nummer 2 in der Nähe des Leitwerks. Als die NTSB-Ingenieure dieses Triebwerk rekonstruieren, wird ihre Theorie durch einen neuen Hinweis bestätigt.
Wir fanden heraus, dass ein wichtiger Teil von Triebwerk Nummer 2 auf dem Heck des Flugzeugs abgerissen und verschwunden war. Das fehlende Teil ist die Ventilatorscheibe, die gewaltige Narbe auf der Verdichtungsstufe des Triebwerks. Sie besteht aus Titan. Die Ermittler können sich von den Ursachen des seltsamen Kontrollverlustes an Bord des Fluges 232 allmählich ein Bild machen. 44 Minuten vor dem Unglück. Besatzung und Passagiere hören einen lauten Knall, als die 170 Kilogramm schwere Ventilatorscheibe abbricht. Die zerbrochene Scheibe schlägt durch das Triebwerksgehäuse. Dabei wird eine Sektion des Hydrauliksystems des Triebwerkes Nummer 2 zerrissen. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände verursachen die umherfliegenden Teile auch Löcher in den verbleibenden Systemen. Noch 42 Minuten. Die Steuerung des Flugzeugs fällt aus. Das Heck der DC-10 ist so schwer beschädigt, dass sie nur noch Rechtskurven steuern kann. Ohne die Höhenruder können die Piloten die Maschine nicht in der Luft halten. Doch die NTSB-Ermittler wissen immer noch nicht, warum die Ventilatorscheibe zerbrach. Zum Zeitpunkt ihrer Untersuchungen fliegen mehr als 200 weitere DC-10. Möglicherweise mit demselben versteckten Fehler. Sie müssen das fehlende Stück der Ventilatorscheibe finden und es untersuchen. Die Experten berechnen die wahrscheinliche Strecke, die die Trümmer zurückgelegt haben, um diese zu finden. Sie grenzen das mögliche Gebiet in den Maisfeldern Iowas auf 36 Quadratkilometer ein. Unsere Suche nach der Ventilatorscheibe war eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Die Ermittler durchkämmen auf der Suche nach der Scheibe das gesamte Gebiet. Dabei setzen sie 4 Hubschrauber ein. Sie müssen jedoch feststellen, dass die 3 Meter hohen Maisstauden den Boden völlig verdecken. Sie setzen sogar Infrarotkameras ein, um die Teile aufzuspüren. Doch auch eine wochenlange Suche verläuft ergebnislos. General Electric, der Triebwerkshersteller, bietet eine hohe Belohnung für den Finder der fehlenden Triebwerksscheibe. Aber sie bleibt spurlos verschwunden. 2 Monate vergehen und die Erntezeit beginnt. Janice und Dale Sorensen haben eine 180 Hektar große Farm mitten im Suchgebiet. Dienstag, 10. Oktober 1989. Janice Sorensen ist bei der Maisernte. Bei der Ernte spürte ich einen leichten Widerstand vorn am Mähdrescher. Ich stellte ihn ab, stieg aus und sah nach. Ich wusste sofort, das ist das fehlende Teil, nach dem Sie suchen. Es ist ein gewaltiges Trümmerteil, das halb im Boden steckt. Teams von General Electric und der NTSB eilen zur Farm der Sorensens. Dale und Janice helfen den Ermittlern, das Wrackteil auszugraben. Dies sind die Videoaufnahmen, welche die Sorensens selbst von ihrem Fund gemacht haben. Ich hatte eine kleine Schaufel dabei, ging zum Traktor oder zum Lader und befestigte eine Kette darum. Dann hob ich es hoch und wir brachten es in den Truthahnstall, der nicht weit entfernt war. Dann haben wir es mit heißem Wasser abgeschrubbt, bis es wieder blitzsauber war. Die Experten bestätigen, dass dieses Trümmerteil ein Stück von der fehlenden Ventilatorscheibe von Flug United Airlines 232 ist. Dann finden sie noch ein Stück ganz in der Nähe. Die beiden Teile ergänzen sich und die fehlende Ventilatorscheibe ist wieder komplett. Janice Sorensen erfährt, dass ihr Fund der Schlüssel zur Erklärung des Unglücks sein könnte. Das Ganze nahm mich emotional sehr mit. Und ich weinte sowohl aus der Aufregung heraus, als auch wegen der Menschen, die ihr Leben verloren hatten.
Janice und ihr Mann Dale streichen die $120.000 Belohnung von General Electric ein. Sie spenden die Hälfte für wohltätige Zwecke. Die NTSB kann jetzt die nächste Phase der Untersuchungen einleiten. Die zerborstene Ventilatorscheibe wird in das Labor des Triebwerkherstellers General Electric geflogen, um herauszufinden, warum solch ein robustes Metallteil brechen konnte. Der Metallurg Jim Wilde untersucht zunächst einmal den hauptsächlichen Riss auf der Ventilatorscheibe, der die Bruchkante bildet. Er entdeckt einen abzweigenden Ermüdungsriss von 13 mm Länge. Es ist ungewöhnlich, dass das Metall in der Scheibe ermüdet. Diese Bauteile sind speziell entwickelt worden, um den enormen Rotationskräften im Triebwerk standzuhalten. Am Ausgangspunkt des Ermüdungsrisses findet Wilde schließlich eine winzige Aushöhlung. Der Hohlraum maß höchstens ein Hunderttausendstel Zentimeter. Bei einer näheren Untersuchung des Hohlraums stellt er eine Verfärbung des umgebenden Materials fest. Er nimmt davon eine Probe für einen Labortest. Seine Entdeckung wird die Experten schockieren und die Flugindustrie bis ins Mark erschüttern. Der Ermittler Jim Wilde untersucht einen winzigen Hohlraum in der zerbrochenen Ventilatorscheibe von Flug United Airlines 232. Er macht eine verblüffende Entdeckung. Um die Aushöhlung herum ist die Titanlegierung unrein. Man bezeichnet dies als Alpha-Einschluss, eine brüchige Stelle, kleiner als ein Fingernagel. Analysen zeigen, dass diese durch überschüssigen Stickstoff beim Formen der Metallstruktur entstand. Die Ventilatorscheibe der DC-10 war aus Titan gefertigt, welches einen versteckten Defekt in sich trug. Dies ist das letzte Puzzleteil. Das NTSB-Team kann jetzt die Kette von Ereignissen zusammenfügen, welche Besatzung und Passagiere des Fluges United Airlines 232 Sekunden vor dem Unglück erlebten. Bei der Drehung der Ventilatorscheiben der DC-10 mit 3800 Umdrehungen pro Minute entsteht ein winziger Riss. Bei jedem Flug wird dieser Riss geringfügig größer. 19. Juli 1989, 44 Minuten vor dem Unglück. Die Ventilatorscheibe ist jetzt 17 Jahre lang auf 15.503 Flügen im Einsatz gewesen. Der Riss erreicht eine Länge von 13 mm. Die so beschädigte Ventilatorscheibe kann der Rotationsbelastung nicht länger standhalten und zerreißt. Der dadurch verursachte Schaden macht die DC-10 unmanövrierbar. In den folgenden 40 Minuten versuchen die Piloten, die Kontrolle über das Flugzeug zu behalten. Noch 5 Minuten. Flug 232 setzt nach einer letzten Schleife zur Landung in Sioux City an. Noch 20 Sekunden. Gerade als das Flugzeug zur Landung ansetzt, legt sich der günstige Wind. Die Katastrophe ist da. Der rechte Flügel berührt den Boden und die DC-10 schlittert über die Rollbahn. Ein 21 Millionen Dollar Flugzeug mit einem Gewicht von 165 Tonnen wird von einem winzigen Metallriss zum Absturz gebracht. Die NTSB-Ermittler entdecken an dieser Tragödie eine besonders schreckliche Ironie des Schicksals. Nur 16 Monate vor dem Absturz hatten Techniker der United Airlines die defekte Ventilatorscheibe einer Routineinspektion unterzogen. Sie sind bestürzt. Der Riss befand sich auf der Oberfläche der Ventilatorscheibe. Zum Zeitpunkt der Inspektion kann der Riss schon 13 mm lang gewesen sein. Diese Scheibe ist vor dem Unglück untersucht worden und wir haben herausgefunden, dass der Riss durchaus erkennbar war, jedoch nicht bemerkt wurde.
Der NTSB-Bericht stellt fest, dass der Riss wahrscheinlich aufgrund menschlichen Versagens übersehen worden war. Der Bericht stellt weiterhin fest, dass die Inspektionen der United Airlines mit den Vorschriften übereinstimmen und internationalem Standard entsprachen. Menschliche Faktoren seien in der gesamten Flugindustrie ein Problem bei Inspektionen. Nach der Katastrophe von Sioux City verbesserte die US-Flugbehörde FAA die Inspektionen von Passagierflugzeugen. Die FAA verlangte außerdem Änderungen am Hydrauliksystem der DC-10. Fluggesellschaften mussten Verschlussventile einbauen lassen, um die Flüssigkeitsmenge zu begrenzen, die bei einem Riss in den Hydraulikleitungen austreten kann. Doch auch heute noch müssen Kleinkinder bei einer Notlandung nicht angeschnallt sein. Seit dem Absturz hat sich Jan Brown-Lohr dafür eingesetzt, dass alle Kinder auf Flügen einen eigenen Sitz mit Sicherheitsgurt zugewiesen bekommen. Sie hat niemals den kleinen Evan Tsao vergessen können, der unter ihrer Aufsicht sein Leben verlor. Evan wäre heute 17 Jahre alt, wenn er an seinem Platz hätte sitzen bleiben können. Danny Fitch, Kapitän Haynes und die anderen Besatzungsmitglieder sind von der Flugindustrie für ihre außergewöhnliche Leistung und ihren Mut ausgezeichnet worden. Jerry Schemmel ist heute selbst Vater und er wird niemals vergessen, was er den Piloten zu verdanken hat. Ich habe in den letzten 16 Jahren jeden Tag an diese Männer gedacht. Ich glaube, wir hätten keine bessere Cockpitbesatzung haben können. Die Sicherheitsmaßnahmen, die nach dem Absturz von Sioux City ergriffen wurden, haben die Flugsicherheit nicht nur auf der DC-10, sondern auf allen Passagierflugzeugen verändert. Die neuen Vorschriften tragen dazu bei, dass ein solch seltsamer und verheerender Unfall nie wieder passiert.